Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft 2 Replaycast 1855. Wir sind im nächsten Viertelfinal-Match. Es ist ein weiteres TVZ und dazu einmal der chinesische Terraner in Rot. Oben rechts gespawnt, das hier ist Time. Spielt beim Team Kaizi Gaming. Und sein Gegner, der koreanische Zerg, gegenüber natürlich klassische Diagonal-Spawns. Hier in Blau beim Team Dragon Phoenix Gaming, das ist Rogue. Damit hat Time auch ein recht schweres Los gezogen. Mit Rogue wirklich wahnsinnig starker Zerg, der unterwegs ist. Einer der stärksten Zergs, die Korea zu bieten hat. Und Rogue hat ja zwischendurch alles Mögliche gewonnen. Die Frage, kann Time dagegen was anrichten? Hat sich natürlich auch stark verbessert über die letzten Jahre. Man war für einige Zeit ein bekannter Name als Spieler, die sehr viel Potenzial haben. Ich würde auch sagen, er hat aus dem Potenzial schon einiges rausgeholt, aber wirklich für die absolute Topspitze hat es noch nicht ganz gereicht. Also auf einem Level von einem Seville, einem Clem, einem Rainer ist er noch nicht ganz angekommen. Da fehlt noch ein Schritt. Und man sieht, ob er hier Stück für Stück den Schritt machen kann. Opening-technisch gibt es hier nichts Besonderes, wie man sieht. SCV hat kurz rausgescoutet. Und ja, der Reaper übernimmt dann aber. Und der Reaper ist bereits drin. Hat schon Schaden abbekommen tatsächlich. War ein wenig greedy, hat aber noch keinen Kill. Reaper also nicht sonderlich erfolgreich bisher und es ist auf Oxide eher schwer da hochzukommen. Er hat den Highground gegen sich, Krypton wurde auch oben auf dem Highground gesetzt. Geht auch schlecht anders und das heißt, der Krypton wird das überleben. So ja, wir haben nach Oxide, Romanticide, 2000 Atmospheres, Blackburn und Lightshade. Das ist die Map-Reihenfolge, wie sie gewählt wurde. Vetoes waren Chaganetha und Beckett Industries. Time hat sich für Chaganetha entschieden rauszuvetoen und Rogue dann eben für Beckett. Dass die beiden spielen da so vom Grundgedanken her recht Standard-Game. Romanticide als zweite Map, also Makro ist auch ein bisschen mitgeplant. Reaper wird nach und nach verscheucht. Dritte Basis wird hier unten nämlich gebaut, das möchte man soweit im Blick haben. Indessen beginnt die Doppel-Hellion-Produktion, die Unterstützung dann für den Reaper. Starport kommt mit dazu. Und der wird dann mal einmal ausgetauscht mit dem Tech-Lab, also könnte eine Banshee werden. Theoretisch auch ein Raven möglich. Mit 200 Vespingas. Aber nein, stattdessen eine ganz andere Kombo. Ein Viking und Cloak. Also nicht mal eine echte Banshee, eine Fake Banshee. Und das Upgrade mal dazu. Das könnte man dann noch canceln. Und einfach versuchen, da Rogue ein bisschen auf eine falsche Fährte zu locken. Dafür Hellions Reapers sind jetzt drin an der dritten. Haben da eine Drone erwischt. Eine andere wurde gesaved als Spawncrawler. Und die Queen Squads mit dazu. Die Linge rennt mit rein. Der Reaper wird gesnackt. Damit sind die Hellions jetzt alleine. Und der. Das macht die schon ein gutes Stück schwächer. Da fehlt nämlich der Tank, der damit sonst mit dabei ist. Der Reaper, der sonst den ganzen Schaden von den Queens absorbiert. Okay, das Viking wurde durchgezogen. Und danach gibt es die Banshee. Upgrade läuft auch noch. Das Viking kann dann den Overlord loswerden. Und eventuell auch einen zweiten. Hier draußen steht nämlich nochmal einer. Da wäre erst ein weiterer Kill möglich. Hellions in Massen sind vorhanden. Es werden auch noch mehr gebaut. Und der. Da wundert es auch nicht, dass dann die Armory mit dazu kommt. Stückchen weit oben, um die Helbets damit dazu zu holen, um da wirklich Rogue unter Druck zu setzen. Das wäre zumindest der Gedanke von Time. Rogue allerdings schon mit einem Spinecrawler, Safety Spinecrawler und einem Roadtron unterwegs. Leertech kommt auch mit dazu. Also bereitet sich da schon gewisserweise vor der Zeit. Overlord wurde noch nicht gefunden. Das Viking schwirrt irgendwo in der Gegend rum, aber weit weg von dem Spot des Overlords. So, da kommt die Banshee mit ran und Banshee Helbet Push kann schon sehr viel anrichten. Es kommt jetzt viel auf Setup drauf an. Wo stehen die Queens? Wie krass werden die gefokust? Wie gut ist Energie da zum Transfusen? Es kommen Doppel-Evolution-Gem, es kommen jetzt 5 Roaches. Und hier die Turn-Army. Ja, sogar das Viking. Sogar das Viking ist mit reingedived, ist gelandet. Die ganze Army marschiert vorwärts da. Ist ziemlich viel DPS dahinter. Für Time gilt es einfach eher ein bisschen... Time möchte den PV ausdrücken. Für Rogue gilt es eher einfach ein bisschen das Problem aussitzen, wenn möglich. Einfach gucken, dass man nicht zu viel dran verliert, bis mehr und mehr Roaches aufs Feld kommen und Juices werden genutzt. Der Split ist schön, muss man sagen. Es gibt in der Zeit einen Counter-Run bei. Link ist drin in der Natural. Die fressen die ganzen SCVs, während das überleben die ganzen Drones. Das ist richtig stark gemacht hier von Rogue. Er verliert selber halt nicht wirklich was dran.
killt dafür einige Terraniums und er ist derjenige, der auch die Worker killt. 8 SCVs down, die Nature wird komplett einmal abgeräumt. 9, 10 SCVs, die da sterben, die Hellions kriegen auch noch Schwierigkeiten. Also richtig gutes Timing getroffen, gerade die Linke wären für den Hauptfight nicht wirklich hilfreich gewesen. Dort gegen so viele Hellbats wären die Linken einfach weggebraten. Aber damit der Counter-Ramp war komplett die richtige Entscheidung. Guckt euch den Schaden an, das ist ja mega einseitig. 700 zu 1300. Es sind 10 SCVs, 5 Hellbats, eine Banshee, 2 Marines und ein Hellion verstorben. Und währenddessen eine Queen und eine Drone hat Rogue verloren und 20 Linge. Und die hat eben alle als Counter-Runway reingeschickt. Also das war es vollkommen wert. Und das setzt Time jetzt in eine richtig miserable Position. Da kommt 1-1 und Stim, aber er hat jetzt die Economy verloren, obwohl er eigentlich das beim Zerg so machen wollte, dass der Economy verliert, aber hat halt überhaupt nicht geklappt. Und das wirft natürlich ja, den ganzen Vergleich in die Economy und im Army Supply. Alles Vorteil Zerg, und zwar deutlicher Vorteil. 1-1 Upgrades kommen auch noch mit dazu. Für die Roaches, genauso wie für die Bio. Und es wird mehr und mehr Roach-Masse gebaut. Mit 5 weiteren Overlords. Also Rogue wird einfach einen Angriff nachsetzen. Und das wird dann sehr, sehr schwer für Time zu halten. Durch die angeschlagene Position, die er hat. Da dann den vollen Angriff aufhalten, wird eine Herausforderung. Die Panzer werden da mega wichtig. Kann sich fast denken, dass Rogue dann noch Ravager mit dazu holen wird, um die Panzer loszuwerden. Das kommen halt so viele Roaches, man. Sein Supply jetzt 40 Vorsprung aktuell. Da kommen jetzt mal 7 Ravager mit dazu. Die Queens marschieren auch nach vorne, setzen hier nochmal mehr Creep. Und hier sammelt sich der Roach-Ball und der wächst und wächst und wächst und wächst. Zerg Army Supply schießt wirklich nach oben. In der Masse, wo nicht mal der Terraner großartig mithalten kann. Jetzt kommen nochmal Hatcheries, also mehr Larven und natürlich nochmal eine Basis. Die vierte ist nämlich jetzt mit dabei. 66, 62, also da kann Time gerade gut mithalten, was die Worker betrifft. Er hat das jetzt alles nachgebaut. Aber muss jetzt halt eine absolut gigantische Army aufhalten, was alles andere als einfach wird. 1-1 Upgrade ist auch direkt mit dabei, das Timing ist gut. Die Queens nehmen die Banshee raus, die wollte eigentlich die Ravager haben, aber kam da nicht sonderlich weit. Und jetzt geht's hier in den Fight, da wird vorwärts gestimmt. Es werden jetzt Bunker angefangen, die Marines haben Stim, aber wie man sieht, die Roaches, denen ist das egal. Die quetschen sie jetzt einfach rein, die Queens kommen auch noch mit dazu für ein bisschen Transfuse. Und die ersten Panzer werden bereits überrannt, der ganze Terraner wird hier überrannt. Da bleibt absolut keine Chance hier für Time, diesen Fight zu retten. Sondern ja, durch die vorige Aktion natürlich selber SCVs verloren und vorne kein Damage gemacht, konnte man die Zeichen schon erahnen, was da passieren wird, wenn die beiden da aufeinandertreffen. Einfach Rogue da schon viel zu weit vorne war, hatte eben schon sein Timing genutzt und hatte einfach viel, viel, viel mehr Army Supply. Und damit das 1-0 geht an den Zerg. Und das wird wohl nichts mit Romanticide Makromap. Man sieht nämlich die Position, wo das SCV hinfahren will. Und das ist Fides, aber kein Scout. Das ist Position für den Proxy Rex. Also Time wird da die Action bringen. Passiert hier direkt. Da habe ich mir mein Scoreboard eingestellt. Ich habe mich gerade über eine andere Sache gewundert. Da klang mich gerade das... Ging mir gerade bei der ersten Map schon so. Der Sound für den Spiel-Countdown, der da jetzt immer kommt. Kommt übrigens auch bei Replays. Bei jedem Replay, das man aufmacht, kommt auch so dieser 3-2-1-Countdown, den sie dann eingefügt haben. Der klang irgendwie anders. Und ich habe jetzt gerade geguckt, ob irgendwas mein Audio-Settings anders ist. Und es war tatsächlich so. Irgendwas hat sich da von Windows aus verstellt. Bei der ersten Map war ich mir nicht sicher, ob ich einfach nur nicht so ganz wach bin. Aber bei der zweiten dachte ich mir dann, ja, nee, irgendwas passt da nicht. Das ist jetzt umgestellt. Und ja, in der Zeit hat der Time dann beschlossen, wir schicken SCVs los. 3 Stück sogar. 2 Barracks, 3 Barracks. Also das ist ein massives Commitment für die Proxy Rex. Triple Proxy Rex sieht man selten tatsächlich nur noch. Meiste Zeit ist es eine Doppel Proxy Rex. Eine dritte ist wirklich ein seltenes Ereignis. Kann man feiern. Rogue wird es wahrscheinlich nicht feiern, sobald er das mitbekommt, dass da 3 Barracks gegen ihn stehen. Hat halt auch nicht wirklich die Vision. Er hat hier unten reingescoutet. Das ist nett, aber er ist noch immer nicht am Schlüsselpunkt. Er wird es dann sehen, sobald die Marines und die SCVs hier ankommen. Dann weiß er Bescheid, was abgeht. Die Frage ist, wie schnell marschiert Time da los? Barracks nochmal kurz geliftet, weil das SCV da hinten eingeblockt war. Und ja, jetzt beginnt die Marine-Produktion. Time natürlich hat nicht viel zu Hause. Seine insgesamt 12 SCVs und jetzt geht's vorwärts. Overlord zieht das jetzt. Jetzt weiß Rogue Bescheid, was da auf ihn zukommt. Overlord muss noch ein bisschen aufpassen, aber er hat einen Highground daneben. Sollte also nicht direkt gesniped werden. Und für, ja, Rogue blieb jetzt nicht viel Zeit, um da zu regieren. Man sieht, dass die Drones fahren an. Er hat nicht das Spingas für Speed Upgrades, sondern er hat einfach Drones gepackt, hergezogen. Er muss Bunker verändern. Und das macht er auch gerade. Fokus auf den ersten Bunker, tatsächlich nicht aufs SCV, sondern auf den Bunker direkt. Und er kriegt den Bunker gecancelt. Immerhin etwas, wenn er das beginnt, ein Spinecrawler. Aber trotzdem gibt's etwas Arge hier für Rogue. Er baut jetzt aber auch Linge, er baut Queens und Time hat ein bisschen Zeit da verloren, aber er pumpt natürlich massig Marines mit dazu. Nochmal ein Bunker, das heißt, es wird schwierig für die Drones da ranzukommen. Man verliert das Zeug natürlich absolut komplett die Mining-Time, da meint kaum noch was, aber
Verroak ist einfach ein Aussitzen. Er will, dass sein Spinecaller fertig wird, dass seine Queens fertig werden, dass die Linge gebaut werden. Und das ist jetzt auch alles nach und nach der Fall. Also das macht die Defense einen Ticken einfacher. Und es ist, glaube ich, nur der eine Bunker in Reichweite von der Hatchery. Der zweite ist, glaube ich, zu weit weg. Das heißt, die Hatch kann nicht die ganze Zeit beballert werden. Das bedeutet deutlich weniger Druck tatsächlich. Also Rogue konnte das rechtzeitig stoppen, dass da der Terraner nicht so nah rankommt. Und jetzt der Spinecaller ist in Range, aber der Bunker hat den Spinecaller nicht in Range. Das heißt, das Ding wird mega ausgebremst. Das ist überhaupt nicht gut für Time tatsächlich. Eigentlich möchte man zumindest einen Bunker haben, der ständig auf die Hatch ballern kann. Einfach um dem Zerg zu sagen, okay, du musst irgendwann reagieren. Du musst irgendwann auf mich drauflaufen, um meine Marines zu klären. Sondern aktuell, wie man sieht, ist es eher der Terraner, der da die Schwierigkeiten hat. Also von Rogue einfach gekontert und hat währenddessen auch Linge draußen, der mit denen gerade noch die Wall anfrisst. Stück für Stück. Also das sieht jetzt gar nicht mehr so gut aus für Time, obwohl er eigentlich das komplett ungescoutet durchbekommen hat. Einfach dieser eine Bunker vorne war vielleicht einfach zu spät angefangen. Das ist immer das Risiko, dass man fährt. Er wollte da auf ein paar mehr Marines als Begleitschutz warten. Der Bunker vorne wird aber gesniped. Und damit jetzt mit zwei Spinecaller, da kommt halt Time nicht wirklich durch. Und wird, die Wall ist offen. Okay, er ist wie so ein rangezogen. Das Supply Depot wird aber trotzdem low, währenddessen die Marines ja in gebündelter Masse, die machen trotzdem noch sehr viel Damage, die haben sehr viel Burst-Schaden. Die SVs fahren jetzt einfach, okay, die SVs sind einfach komplett alle rüber. Also Time geht hardcore all in. Er hat jetzt aber schon drei Spinecaller gegen sich. Energie für Chiles und Juices ist auch da. Also ich sehe gerade nicht so ganz, wie er da durchkommt. Zudem weiß Rogue ja auch Bescheid und Rogue kann hier nochmal weitere Supply Depots lassen. Das heißt, Time kann nichts mehr weiter bauen. Und Time hat einen einzigen Angriff, mit dem das jetzt irgendwie erledigt werden soll. Das sieht man eben. So, das ist der Druck, den man machen möchte mit dem Bunkern. Drei Spinecaller stehen, vierter wird gebaut, fünfter wird gebaut. Queens sind mit dabei, Link ist mit dabei und jetzt gibt es einen entscheidenden Fight. Wer setzt sich hier durch? Es geht hoch Richtung Rampe. SVs sind jetzt mit am Start, das Mule fällt gerade noch auseinander. Die Drones werden da rein und durchgeschickt, fighten auch kurz mit. Die Linge blocken noch die Rampe. Die Spinecaller teilen mega viel Damage aus und von der Turn Army bleibt nicht viel. Und natürlich, Time hat nichts mehr an Mining. Das heißt, Rogue, je länger das geht, umso besser wäre es eigentlich für ihn. Muss jetzt auch, was er nicht zu viel dran fehlt. Die Queens laufen hoch. Spinecaller wird auch mit hochgeschickt und dann Natural arbeiten noch ein paar Drones. Also die Economy läuft noch, die Queens fighten jetzt, die Drones fighten auch mit. Transfuses werden genutzt, es sind wenige Marines und die Turn Army 9, die schmilzt hier nach und nach weg. Das wird Time nicht gewinnen können, dafür hat er zu wenig Kopf und Chi. Ist interessant, dass er dadurch ein Chi setzt, wenn er doch derjenige war, der hier angefangen hat zu cheesen. Ist ein interessanter Gedanke, aber okay. Ich meine, er hatte zu Hause einfach nichts mehr. Die Dinge wurden dann auch zurückgerufen. Weil hier waren ja ein Mule und ein SCV und das war's eigentlich. Und ja, der Supply Block hat tatsächlich mega genervt. Wäre der Supply Block nicht da gewesen, wäre da durchaus noch ein paar Marines mehr drin gewesen. Das Geld hätte Time gehabt, aber ja. Tatsächlich, Rogue konnte das überraschend easy halten. Also hätte ich eigentlich erwartet, ich habe das Scoreboard falsch eingestellt. Das ist natürlich jetzt kein 1-0 für Time, sondern eine 2-0-Führung für Rogue, die da zustande kommt. Wir hatten da insgesamt 20 Marines, 14 SCVs, 10 Drones, 24 Linge. Also wirklich sehr, sehr stark gemacht. Einfach den ersten Bunker gecancelt. Und dann die anderen Bunker waren eben nicht nah genug dran, um dem Zerg groß gefährlich zu werden. Stattdessen der Counterattack, der Time sehr gefährlich wurde. Und jetzt also schon Matchball. So schnell kann die Sache gehen. Nächster Reaper ist unterwegs. Nicht so mit Proxyax hier auf Map Nummer 3. Und jetzt auf 2000 Atmospheres. Auf die Linie ist auch mit am Start. Also sollte Rogue das eigentlich recht gut im Griff haben. Hat hier nur drei Linge. Sein vierter Ling. Ich weiß nicht, wo der gerade ist. Ach doch, da hinten, der war angeschlagen. Der war schon auch mit seinen Kollegen unterwegs, aber der hat ein bisschen mehr Schaden abbekommen und hat sich dann nochmal etwas mehr zurückgehalten. Doppel-CC von Time, also ganz anders. Von den drei Barracks auf die drei Command Center spielt der Terraner jetzt. Harte Kurskorrektur. Wir hoffen, dass das besser funktioniert, weil das mit dem Boxjacks hatte ja gerade nicht so gut geklappt. Hatte Rogue das alles sehr, sehr gut im Griff. Der Reaper versucht da irgendwas zu tun, aber ja, gegen die Queen kann er halt nicht viel machen. Der Eingang zur Natural ist nicht sonderlich breit. So an der Queen vorbeikommen ist auch alles andere als einfach. Und da kommen natürlich mehr und mehr Queens mit dazu. Auf der Terraner-Seite kommen klassischerweise die Hellions. Der Reaper kriegt mal ein bisschen Schaden ab, muss aufpassen mit seinen 10 HP. Ja, da kommen Hellions, da kommt ein Starport, da kommt ein Tech Lab. Ist nichts mega Überraschendes, wird dann wahrscheinlich der Tech Lab wechselt, könnte ich mir vorstellen. Ja, kommt auch. Dann nochmal neues Tech-Lab für dann Stim. Und hier dann eventuell Banshee. Oder ist wieder die Viking mit Banshee-Tarnungs-Upgrade-Kombo. Wie er das auch in der ersten Map gemacht hat. Er bräuchte natürlich 100 Vespingas dafür. Das hat er jetzt. Die Basis baut sich währenddessen zum Orbital Command um. Mehr Hellions werden produziert. Momentan das Tech-Lab ist noch dran.
Um nur ein Weichen zu bauen, braucht man kein Tech Lab. Also es kann auch sein, er baut eine normale Banshee da noch hinterher. Der Overlord hat das alles gescoutet, hat aber auch gesehen, dass das Tech Lab nichts tut. Man sieht da den Unterschied zwischen Tech Lab, das arbeitet, und Tech Lab, das nicht arbeitet. Das kann man erkennen, ob da was vor sich geht oder nicht. Und dann kommt auch direkt der Switch. Also tatsächlich nur das eine Viking, für das man eben nicht mal das Tech Lab braucht. Der Overlord hat da reingescoutet, hat am Ende... Er hat das tatsächlich nicht mal mehr gesehen. Also hat er nicht nochmal nachgescoutet. Also er weiß nicht, was der Starport als nächstes macht. Und jetzt ist Division weg. Also immerhin etwas dafür Time. Rogue hat keine weitere Sicht gehabt auf den Starport. Das Viking wollte einen weiteren Overlord haben, aber die Queens, die wehren sich dagegen. Hellions fahren weiter durch die Gegend. Es wird dann auf Bio gewechselt. Stim ist unterwegs. Doppel-Ebay-Panzer. Und die Queens hier vorne. Das sind Off-Cream, müssen ein bisschen aufpassen. Mit vollem Fokusfeuer könnte da auch ein bisschen mehr Schaden drin sein von der Terraner-Truppe. Das sind halt sehr viele Queens in der Gegend mit Nach- und Nach-Transduce-Energie. Viel ist es nicht, aber das wird bei jeder Sekunde natürlich besser. Weil es einfach so viele Queens jetzt doch schon sind. Da wird auch nochmal eine gebaut. Es kommt 1-1 auf der Zerg-Seite. Es kommt Sporkroller zur Sicherheit. Aber ja, die Sporkroller bräuchte man theoretisch nicht unbedingt. Denn es ist ja nur das Viking draußen, was hier fliegt und Sachen angreift. Der Ding, das war... Also wirklich letzte Sekunde, dass man diese Wall noch hochziehen konnte. Die Linge waren fast drauf auf dem Supply Depot. Und dann geht das nicht mehr. Was wurde gerade... Habe ich das gerade richtig gesehen? Da war kurz ein Reaper im Bau, aber ich glaube, es war ein Missklick. Den hat er dann direkt gecancelt. Entweder das oder ich verliere langsam den Verstand. Das kann auch sein. So, es werden mehr Linge produziert für die Verteidigung hier. Die Queens halten einfach die Stellung. Vierte Basis. Masse Creep Spread. Run by oben. Stimpack ist durch. Combat Shield plus 1 Attack als nächstes. Und Panzer... Ballert da mal in die Linge rein. Marines in der Gegend, ein SCV und ein Supply Depot, was da kurz auseinandergenommen wird. Und, oh, ein richtig frühes Burrow Upgrade hier für Rogue. Das sieht man wirklich selten. Kann natürlich dann auf die weiteren Basen, auf eine potenzielle vierte Basis, wo der Terran etwas setzen möchte, einen Link eingraben. Das bremst das aus und scoutet zudem noch. Ansonsten Banning Bomben kann man setzen. Banninge mit Burrows sind auch eine sehr effektive Kombo. Manchmal. Nicht immer irgendwie, das... Man muss halt abschätzen, wo sind die Wege, die der Terraner läuft. Man muss dann vorausplanen, wo man die Banning eingräbt. Erstmal drei weitere Hatcheries. Also eine vierte, eine fünfte und aber auch noch eine Makro-Hatch. Rogue rüstet also massiv auf und das wird massives Circling Gaming, was er davor hat. Man sieht hier auch, dass schon eine richtig große Masse an Linge da ist. 57. Und das wird jetzt mehr und mehr und mehr. Also er spielt Link-Bailing only. Und das dann aber mit großer Anzahl, 63 zu 62 Worker. Also economy-technisch kann Time ziemlich gut mithalten aktuell, weil sein Opening halt dafür auch gut war. Schaden ist nun nicht wirklich viel passiert. Mein Hauptdamage war, glaube ich, das Viking, das die Overlords gesniped hat. Rest 11 Linge, ein SCV, kaum der Rede wert in diesen ersten 7 Minuten. Jetzt geht's mal zur Sache mit den Marines. Gleich kommt noch Combat Shield und plus 1 Attack. Plus 1 Armor dauert länger. Armory ist auch unterwegs und jetzt geht's runter zur vierten Basis. Das sind ein paar wenige, die haben auch noch kein Speed-Upgrade. Burrow ist mit dabei. Die Queens fighten erstmal an vorderster Front, versuchen da durchzuhalten. Transducen sich, Marines werden weniger. Banninge werden schön gefokust, dann muss man einladen. Aber das Medivac stirbt. Das Medivac wurde von den Queens so weit runtergeschossen, dass es am Ende auch noch komplett geklärt wurde. Und damit verliert man die Hälfte von der ganzen Truppe. Das ist unangenehm. Das wäre schön gewesen, wenn er da einfach ohne Verluste rausgekommen wäre. Somit sieht das ein bisschen anders aus. Ich glaube, Marines, die Medivac stirben, zählen als Friendly Fire. Oder hat er sich das Medivac selber zerschossen? Ne, dann wäre das Medivac aber auch hier. Und das eigene Marines hat er sich nicht... Also die Rechnung finde ich gerade ein bisschen seltsam, aber okay. Der Battle Report. Manchmal schwierig. Es sind auf jeden Fall 8 Marines und ein SCV gestorben. 8 Marines und ein Medivac gestorben. Den Reaper hat es gerade auch noch erwischt. So, weitere ab geht's laufen vom Band. Es kommt der Infestation Pit. 2-2. Baning Speed ist da. Und ich sehe mal noch keine Linge eingegraben irgendwo. Oder Baninge eingegraben. Deswegen geht es einfach vorwärts und hier Time. Das ist trotzdem nicht unbedingt das Opening, das es sich vorstellt, weil wie man sieht, Rogue schießt da einfach weiter nach oben. Da kommt jetzt schon Hivetech und ein Lurker denn. Also er eskaliert hier einfach nur noch. Dann 2-2 unterwegs. Okay, da sind zwei Baninge eingegraben. Das ist eben gerade so ein Weg, wo man, wenn man A-Klick macht auf die andere Seite der Karte, dann muss das hier durch und dann könnte das was... Wo? Man hat es gerade gesehen, wie sie die ein Army einmal komplett in die Richtung bewegt hat. Die Linge fighten jetzt hier oben, ist auch natürlich ein bisschen die Position ausnutzen, wenn das noch mehr Linge mit Baningen unten an der dritten Basis. Und Rogue fällt da ein, killt 10 SCVs, kriegt den Panzer, fehlt auch sehr viele Linge dabei. Die Linge hier oben haben wir den Teil der Army geklärt. Die Turn Army wandert da ein weiteres Mal raus, versucht zumindest hier. Die Wall war halt, ja,
Es ist eine massive Wolle. Da kann man da hier noch durch? Kann man da durchlaufen? Es sieht so, als ob da noch Platz wäre. Wir dessen mehr Linge im Bau. Also Rogue, ja, 100 an ein Ding. 27 Bane noch mit dabei. Pumpt da wirklich massiv. Ich meine, er hat auch die Larven dafür. 19 Stück sind noch auf dem Feld. Da gibt es ein Changeling. Und die Baninge bisher. Ja, wären vielleicht Baninge hier drin nicht. Aber man muss halt auch aufpassen, dass da kein Scan kommt. Oh. Es macht immer einen Ticken nervös, wenn man Baninge so nah, eingegrabte Baninge so nah an Marine zieht. Und erstmal wird hier durchgeräumt. Creep wird geklärt. Die Linge versuchen währenddessen eine Solo-Aktion. Wird das noch gesehen? Oh mein Gott, das ist richtig knapp außerhalb vom Sansa Tower. Also richtig knapp. Die letzten Millimeter. Und die Linge rennt jetzt da durch. Die haben gerade, ja, entspannt das Ding aufgemacht. Und jetzt geht es einfach weiter rein. Da sind die ganzen Panzer. Und die sind aber eine Gefahr. Die Linge, denen ist das ein bisschen zu heiß, die Situation. Währenddessen die Baninge warten immer noch auf einen guten Connect. Aber die Marines laufen halt immer knapp dran vorbei. Die Position passt nicht 100%. Und stattdessen gibt es einen weiteren Counter-Attack auf die dritte. Und ja, die sind einfach wieder durchgebrochen durch alles. Durch die zweite Wolle ebenfalls. Time damit ein gutes Stück, ein richtig gutes Stück Supply-Block. Er hat noch eine sehr große Armee und greift damit an. Aber er verliert einfach massig SCVs, 21 an der Natural. Die dritte wird auch gefressen, die ganze Supply-Boots werden weiter gefressen. Ein paar Baninge sind hier reingerollt. Aber die Panzer halten noch. Also Time hat noch eine große Armee. Eine größere Armee als momentan Rogue hat. Rogue währenddessen frisst aber so viele Supply-Boots, dass Time ewig nichts mehr bauen kann. Ist bei 116 Max Supply. Also es dauert lange, bis da neue Einheit des Reinforcement kommen. Rogue währenddessen hat den nächsten Maxer erreicht. Mit mehr Lingen, mehr Baningen. 117 Linge, 32 Banes, da kommen nochmal 30 Linge dazu und jetzt wird einfach wieder reingerannt auf die Panzer kassieren sich mehr und mehr, noch mehr Baninge von, also die Hatch geht drauf, die Marines müssen weiter nach hinten, die Panzer fallen alle nach und nach, das sind noch wenige Baninge und der eine Baning kriegt auch noch eine Connection, am Ende verbleibt dann nicht viel, außer die Medivacs, es verbleiben 4, 5 Marines oder so, es gibt noch ein bisschen mehr Damage jetzt mit Liberatern auf diesen beiden Basen, wie man sieht, da werden doch mal Drones gekillt, 8 Stück in dem Fall, 9 Stück, die Viper, die da gerade im Bau war, wird noch gestoppt. Fiends kommen jetzt mal dazu, ein Liberator, ja, wird low, lebt aber noch. Und der snipt hier nach und nach alle Larven weg, die da noch am Start waren. Die Zerg Army, wenn das sammelt sich hier. 150 zu 100 Supply, Time kann endlich wieder Sachen bauen. Durch den Verlust seiner ganzen Army wurde er auch wieder Supply frei, muss man dazu sagen. Nachdem er dann eine wirklich lange Zeit blockiert war. Was das Bauen von irgendwas angeht. Ja, da ging es dann runter anstatt hoch mit dem Supply. Aber damit ist jetzt auch wieder Supply frei, um sich um andere Sachen zu kümmern. Der Liberator wird hier nochmal belagert. Von den Queens zum Zeus kommt nicht. Da passt Rogue nicht schnell genug auf, verliert damit eine der Queens. Weil das sind die Marines pushen weiter nach vorne. Und Baninge, das tun ihr Bestes, um das zu stoppen. Aber diesmal kommt der Loden. Diesmal sind keine Queens mehr dabei. Die Baninge hängen hier immer noch ab und haben noch nichts erreicht. Ansonsten hier noch ein Randomling, der einfach Vision gibt, falls der Terran da durchläuft. Und Time sammelt sich nochmal neu. Hat natürlich viele SCVs verloren. 84 Drones auf dem Feld. In der Zeit natürlich Rogue mit Hive Pack, mit Lurker denn. 3-3 Upgrades für Linge, Baninge und das Adaptive Talent für seine Lurker. Also attackmäßig hat er ziemlich viel. Die Linge allerdings waren gerade schön weggekitet. Also gut gemacht von Time. Wer das in der Overlord hier aber noch Sneaky Creepspread hinsetzt, um die neue Basis zu finden. Das ist die fünfte tatsächlich schon. Wer das sind hier die vierte im Neuaufbau. Die Linge schaffen es doch mal den Drop zu stoppen. Bei Rogue halt auch. 3, 4, 5, 6 Basen hat. 83 Worker. Hatte den Mining-Vorteil stellenweise sogar ziemlich groß. Also eben die dritte und die Natural so angegangen hat mit seinen Linge Baning Rumbies. Also da war die Economy sehr, sehr einseitig. Rogue also immer noch im Supply ein gutes Stück vorne. Und jetzt halt dann gleich mit Lurker unterwegs. Da muss Time sich auch ein bisschen anpassen. Der passt sich ja schon ein bisschen. Es kommen jetzt schon die Liberator mehr und mehr. Er hat Panzer auch wieder 4 Stück. Und er rückt aber auch wieder vor, wie man sieht. Die Turn Army hat weiteres Mal Lust zu fighten. 90 Linge, nur noch 9 Baninge. Aber Lurker mit dabei. Hier aktuell 2 Panzer mit vorne. Es gibt wieder den Run-By auf die dritte, weil die Wall hier auch nicht mehr dicht ist. Sie muss erstmal komplett neu nachgebaut werden. Das ist nicht mehr dicht mit der Position. Die Marines kümmern sich allerdings drum. Es wurden 9 SCVs geschreddert. Es gibt währenddessen nochmal ein paar tote Drones, weil wieder Liberator am Start ist. Die Hydras wurden auch weggesniped. Also die Liberator sind gerade mega ein Problem für Rogue. Er versucht gerade hier vorne die Base zu halten über die Lurkers. Gelingt auch teilweise. Die Marines werden weniger. Es sind 13 Drones insgesamt gestorben. Und es gibt den nächsten riesen Run-By. Wir sind noch ein paar Linge eingebuddelt. Also es werden eventuell noch mal ein paar mehr. Es sind einige Marines da, es ist der Panzer noch mit dabei, ist aber nicht gesiegt. Und der Surround wird angesetzt auf die Reinforcements. Die Linge haben selber 3-3. Also die machen massiv Schaden. Die Turn Army hat die Basis gerade gekillt, zieht sie jetzt erstmal zurück. Denn hier wird das ganze Reinforcement gefressen. Wieder 20 SCV sterben. Es sind noch 15 Drones draufgegangen. Aber die Linge fressen sich halt so schnell durch Sachen durch. Renegrenz ist auch mit drauf. Also die Linge haben maximale DPS. Wenn das Nitarana-Army hat nur plus 2 Armor, das heißt, die Marines und die SCVs leiden nochmal einen Ticken mehr. Da kommt jetzt auch ein Scan, weil man gemerkt hat, okay, da ist Zeug eingegraben. Und die Linge in der Mainbase machen nochmal so viel Schaden. Und Natural auch für 46, 47 SCVs durch diesen Run-By.
78 zu 19 Worker, also Time verliert eigentlich alles. Wasser an die Conny, wir können die linke Kram sehen. Noch einen. Da kommt einfach das GG. Da kommt einfach das. Hat er noch eine Baning-Bombe abbekommen gerade? Aber ich glaube, da war nicht zum Sieg. Stattdessen gab es nochmal den Run-By auf die Panzer. Die waren nämlich ein bisschen zu spät dran. Die wurden hier abgefangen und ja, Time. Geschlagenes GG hier am Ende, weil Rogue ihn da komplett überlaufen hat. Oh, der Link Run-By hat einfach gerade Verwüstung angerichtet. Ich meine, guckt euch das an. Von Dritter, Natural und Main. Da waren mal überall SCVs, da war am Ende nichts mehr. Die nächste Sogami kam bereits. Die Dritte in der Luft, die Natural. Das brennt, das Ding ist low und der Main-Base waren halt immer noch. Da waren halt immer noch Linge eingegraben. Also der Run-By war noch nicht mal komplett zu Ende. Also der Rogue zerstört hier Time wirklich. Time versucht es mit dem Cheese, wird komplett zurückgeschlagen. Versucht es mit dem Makro-Game. Rogue rennt über ihn drüber, rennt Kreis über ihn herum und vernichtet hier in 14 Minuten 90 SCVs. Sportlich. Solide Quote. Also Rogue, der klar bessere Spieler für Time. Da hat es nicht gereicht. Da muss er auf jeden Fall nochmal eine Gangart drauflegen, um jemanden wie Rogue zu schlagen. Aber ja. Das heißt, Time ist raus aus dem Tür. Einsorg ist hier weiter. Und wir gehen dann ins nächste Match. Das ist mir. Macht's gut und ciao.